Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge. Assassin's Creed Origins und ja, was soll ich sagen, ich habe schon wieder alles total furchtbar gemacht. Wir waren gerade eben schon mal hier hinten, da war hier irgendwie ein kleiner Außenposten von Ptolemäern, würde ich jetzt mal schätzen oder so. Weil hier kam gerade eine Karawane, naja, Karawane halt, ne, 3-4 Leutchen wieder lang. Und ich kann da ja nicht vorbei, es ist einfach, es geht nicht. Naja, und dabei haben wir auch so eine Quest aufgedrückt bekommen. Das will ich euch alles nicht irgendwie, ne, vorenthalten. Aber wir machen jetzt als nächstes trotzdem erstmal hier drüben dieses kleine Dingel. Ne? Haben wir angefangen, machen wir auch zu Ende. Ihr wisst, wie das ist. Ja, bevor wir uns in neue Schlachten stürzen können, müssen wir immer die alten erstmal zu Ende schlagen. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Ja, aber nicht mehr lange. So, dann scannen wir doch mal ab, wo hier Spaß und Freude ist. Auch einige Zivilisten. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viel Chaos anrichten. Ich würde sagen, hier drüben wird es nur noch schlimmer, oder? Guck mal, da haben wir ja noch mal mehr. Ach du Grüne, das ist... Das ist natürlich gleich wieder irgendwie so ein ziemlich großes Gelände, ne? Was wir uns hier wieder aufhalsen. Naja. Wir kennen es ja nicht anders. Wir kennen es ja nicht anders. Was hältst du denn? Ach da! Eieieiei! Wie viel los hier? So, jetzt machen wir wieder ein bisschen Piano. Das war jetzt Absicht, ne? Keine Sorge. Weil der hat irgendwie so gar nicht mehr reagiert. Jetzt kommt er. Er hat überhaupt nicht aufs Pfeifen reagiert.
Also gar nicht. Deswegen musste ich den jetzt erstmal anderweitig zu mir holen. Wieder. Also gerade bei solchen Sachen wie hier würde ich natürlich schon ganz gerne ordentlich vorgehen. Bei solchen großen Sachen, die naja, auch ein bisschen anscheinend irgendwie eine gewisse Relevanz oder Wichtigkeit haben. Das ist jetzt doof, da habe ich nicht geguckt. Aber das kriegen wir hin. Würde ich eben versuchen, größtenteils irgendwie ordentlich vorzugehen. Nochmal 3 Kohlenstoffkristalle, natürlich. Befehl von Legatus, Rebelleninfiltration. Hauptmann, ich wurde gerufen, um unsere neu eingetroffenen Arbeiter zu begrüßen. Ich hoffe, ich kann mich darauf verlassen, dass ihr das Lager sichert und jede Form der Rebellion unterbindet. Rom hat großzügig in dieses Unterfangen investiert und es darf unter keinen Umständen scheitern. Ich habe selbst gesehen, wie dieser... Rebellenabschaum versucht hat, den Steinbruch zu infiltrieren. Und bis zu einem gewissen Maß habt ihr es zugelassen. Jedem Menschen unterlaufen Fehler, doch nur die Dummen verharren im Irrtum. Marcus Tullius Cicero. Euer Tacitus. Oder Tacitus. So, Moment. So, Nummer 1. Also da habe ich jetzt echt erwartet, dass der sich da dran festhalten kann, aber ne, ja gut. Und so, ne? Ne, geh halt auch komplett an der Leiter vorbei. Mach ruhig. Ja. Ist ja auch nicht so wichtig. Ist ja nur eine Leiter. Denn da unten hin, sag mal. Warte mal, gab es hier jetzt eine Quest, die direkt in... Wo die Sklaven sterben? Ja, okay, komm. Wenn die Quest eh hier ist, dann machen wir die halt auch gleich. Ist ja...
Wäre ja auch dumm sonst, ne? Sprich mit Tahira. Erst mit der reden. Wo ich hier was mache, ja. Ja, ich hoffe mal nicht, dass sie jetzt mitkommen möchte. Weil ich mag das immer nicht, wenn die anderen dann vorrennen und dann will man sich irgendwo hin anschleichen und dann wird man ständig entdeckt, weil die anderen sich irgendwie so dämlich anstellen beim Verstecken. Oder sich halt gar nicht verstecken, auf gut Deutsch gesagt. Ich weiß aber noch nicht, wie ich da hinkomme, ne? Na gut. Ah, Bayek. Es wird Zeit, Rufios Unterführer auszuschalten. Tacitus hält sich oft hier über dem Steinbruch auf. Er ist ein brutaler Aufseher. Täglich statuiert er Exempel an seinen Arbeitern. Alter, bitte was? Das mache ich mit dir auch, du Vogel. Das ist ein Pisser. Aber ist es auch klug? Tahira, das sendet eine Botschaft. Die Verborgenen dulden keine Unterdrücker. Ihn vor der Armee oder den Arbeitern zu töten, wird Tumulte verursachen. Ja und? Manchmal verblasst die öffentliche Wirkung unserer Taten neben dem Guten, das sie bewirken. Mhm. Ich vertraue dir. Wir haben zusammen den Nil befahren. Ganz schön viel los, ne? Dante! Voilà! C'est calque, capitiste! Ja, gut. Oder halt auch nicht mehr so viel. Alter. Und du bist tot. Was? Was? Du bist tot. Okay. Haben wir die erstmal befreit soweit? Oder, naja, befreit noch nicht, ne? Aber du wisst, was ich meine. Thank you.
Alter, was? Da hat er sich einfach weggeduckt. Krasser Typ. Krasser Typ. Ach, hör doch auf. Macht sowas nicht. Tibiave, ibi manere. Ach, da bist du. Oh. Jetzt habe ich keine Muni mehr. So, okay. Ich glaube, jetzt sind wir erstmal aus dem Gröbsten raus. Die da kriege ich nicht weg. Hier kriege ich auch keinen weg. Außer ihr kommt hier rein, dann vielleicht. Das ist auch was ich erst noch entdeckt habe. Ich weiß auch nicht, warum ich das nicht vorher gesehen habe. Aber man kann hier mit den Dingern nicht einfach bloß schießen, sondern man kann auch die aufziehen. Das wusste ich wirklich nicht. Also wirklich ganz legit wusste ich das nicht. Ich dachte, man kann hier nur ranzoomen und das war's. Aber nein, man kann auch mit denen dann hergehen und sagen, so, okay, ich halte jetzt Schlusstaste gedrückt und auf geht's. Finde ich gut. So, dann machen wir jetzt hier. Den Rest machen wir jetzt hier ein bisschen. Halbwegs fix machen wir das Ganze. Oder kurz im Prozess. Wie auch immer. Ich will euch jetzt eigentlich noch nicht rauslassen. Nicht ganz ehrlich. Weil ihr zettelt dann wieder irgendwelchen Stress an, den ich nicht gebrauchen kann.
Soll ich jetzt eigentlich noch in Ruhe den Rest hier kalt machen? Ja, guck doch mal raus. Ja, du musst schon mal rausgucken, wer das ist. Ja, ja. Befehl von Legatus. Entkomme der Rebellen, Kommandant. Es ist eine Sache, Rebellen zu fangen, aber du solltest sie dann auch in ihren Käfigen lassen. Alle paar Nächte entkommen einige von ihnen unter mysteriösen Umständen. Ich habe die Käfige untersucht und es scheint, dass die Türen nicht sicher sind. Ein einziger Pfeil reicht, um sie zu öffnen. Trotzdem solltest du deine Jagd auf diesen Abschaum der Berge fortsetzen. Der Friede wird durch Krieg gewonnen. Cornelius Nepos, dein Tacitus. So. Ich glaube, jetzt können wir sie dann so ziemlich rauslassen, oder? Hier gibt's ja nicht mehr. Aufschließen. Ihr seid frei. Macht etwas daraus. Holt euch Nabatea zurück. So. Er ist zu stark! Verdammt! Was? Nur dieses Er ist zu stark, verdammt! Weiß man nicht, woher das kommt, weil eigentlich sind die doch auf unserer Seite. Ja, ja, bitte, bitte, kein Ding, kein Ding. Die sind doch eigentlich auf unserer Seite wieder. Das ist doch. Oder sollten sie zumindest nicht. Ne, das ist wieder das. Okay. Ja, komm, runter, 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 rüber. Möge Osiris dein Ka auf ewig quälen. Danke. Die Götter segnen dich. Oh, zu stark! Hau weg hier! Das verstehe ich halt nicht mit dem zu stark, ne? Naja, gut. Auf geht's. Oha. So einer ist das. Dessen Ka wir jetzt an alle Ägypter vernichten. Rom wird euer weiser Gebieter sein. Nein. Der Orden ist ewig. Der Henker. Zu stark, der Bastard! Okay, aber wir haben doch hier gar keine Ziele mehr. Sehr verwirrend gerade für mich. Ein Hinweis? Noch nicht. Precision gerecht. Ups. Na gut, das geht ja noch. So, hä? Moment. Ach ja, stimmt. An den Dingern kann man sich ja so hoch katapultieren, ne? Komm, hopp. Gemacht.
töte das widerliche Schwein. Er ist doch schon tot. Danke. Die Götter mögen mich segnen. Ah, bitte, bitte. Jetzt ist die Frage, haben wir jetzt hier noch irgendwas übrig? Ah, doch, da unten. Aber wie kommt man jetzt dort unterirdisch in diese... an diese Schätze ran? Hab ich da wieder irgendwas vermasselt? Oder... Und hier... Ja, das hier unten könnte sein, ne? Aber ich glaub's nicht. Unterirdisch natürlich. Ja, ich Dummi. Hi, Vogel, grüß dich. Na? Alles gut? Alles schick? Okay, also da jetzt schon mal nicht lang. Nicht, dass es hier drüben lang geht. Ah, dann muss ich da gleich nochmal schauen, wo man da hinkommt. Oder wie man da hinkommt. Bin da ein wenig verwirrt gerade. Aber das ist nichts Normales. Das ist nichts Unnormales, sorry. Das kennt man ja so von mir. Bis auf das eher bescheidene Wetter. Echt? Bei euch... Also, ist jetzt bescheidenes Wetter, nehme ich mal an, dass du damit auch so Regen und so einen Spaß meinst. Weil bei uns ist strahlender Sonnenschein. Ist vielleicht nicht so wahnsinnig warm, aber es ist strahlender Sonnenschein, tatsächlich. Vier Grad Dauerregen. Ja, das ist uncool. Da kann man nicht mal die freien Tage nutzen, um irgendwie schön draußen fotografieren zu gehen, ne? Ich fürchte, dass uns mehr Römer bevorstehen. Tacitus hat noch mehr Truppen, da bin ich ganz sicher. Wenn wir den ganzen Betrieb lahmlegen, gibt es vielleicht einen Aufstand, was noch besser für den Sinai wäre. Töte alle Römer in Tacitus Lager, ja? Befreien der Gefangenen muss uns helfen. Gibt's doch eigentlich keine mehr. Wir haben doch eigentlich schon alle umgebracht. Machen wir das jetzt auch noch fix. Machen wir das halt auch noch schnell. Weil ist ja nicht so, als wenn man nicht die ganzen Sachen schon erledigt hätte und alles, aber hey. Habe ich die Falschen gerade mit Sachen beworfen? ¡Mira!
Stärke aus! Ja, haben wir es jetzt? Jetzt? Sei wachsam. Ja, Bayek. Du bist noch der Krieger, den ich kannte. So wie du, Tahira. Der Steinbruch muss in guten Händen bleiben. Das wird schwer. Rufio wird mehr Centurios schicken. Und dem Steinbruch sind noch Sklaven, die befreit werden müssen. Zähigkeit ist eure beste Waffe. Arbeitest du für Gamilat? Wir wissen von den Verborgenen, den großen Helden im Schatten. Niemand arbeitet für die Verborgenen. Gut, ich danke dir für die Hilfe. Wenn ich in Zukunft dein Zeichen sehe, werde ich es achten. Na, sehr gut. Das ist doch schon mal was. Die Rebellion im Sinai hat begonnen. Oh, oh. Ist das jetzt was Gutes? Also an sich sicherlich schon, aber auf der anderen Seite... Verändert das jetzt so stark nochmal die Spielwelt? Oder das Spielgeschehen? Der Sieg schmeckt immer noch süß. Welch eine Leistung, Bayek. Ja. Göttern sei Dank, dass wir Tacitus los sind. Na gut. Ja, dann haben wir den... Jetzt erstmal kurzfristig befreit, aber das wird wahrscheinlich nicht lange so bleiben. Ich schau mal, ob ich irgendwie rausbekomme, wie ich da drüben da an diesen Schatz komme. Es muss ja irgendwie gehen. Und da ist ja auch irgendwie ein Fragezeichen. Das ist ja hier, das Fragezeichen. Also muss es doch irgendwo hier eine Möglichkeit geben, runterzutauchen. Naja, gut. Aber dies und noch viel, viel mehr werden wir erst in der nächsten Folge oder in der übernächsten oder ihr wisst, was ich meine. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut.